Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei True Color Games. Mein Name ist Siggi. Wir spielen Unreal Tournament 2004 und da wir zuletzt eine Niederlage hatten, müssen wir was an diesem Team verändern. Ja, ich habe mir gedacht, wir entlassen. Es fällt mir nicht leicht, aber Horus, du musst weg. Es tut mir leid. Und statt Horus nehmen wir. Jetzt ist er verschwunden. Ah, hier gibt es ja noch mehr solche. Welchen nehmen wir da jetzt? Nehmen wir Faraleth. Er ist von der Rasse her Gen Mokai und ja. Gehalt sind 680 Credits. Dich nehmen wir mit. Und vielleicht nehmen wir hier noch einen deiner Kollegen mit. Hier, der hat mir sowieso schon die ganze Zeit gefallen. Der Damarus. Wen könnte man da rausschmeißen? Ja. Hyena muss wieder gehen. Wer schon von Anfang an mitschaut, er war kurze Zeit Teil unseres Teams. Jetzt schmeißen wir ihn aber raus. Und wen wollte ich jetzt von denen hier nehmen? Der hier, oder? Boah, Genauigkeit 96%, aber dafür ist der Rest für den Arsch. Ja, nehmen wir, ja, Damarus war's. Damarus ist drin. Gehen wir zurück zur Leiter und wir spielen Bombing Run. Bombing Run auf Icefields. Angriff, Verteidigung, Angriff, Angriff. Bombing Run ist das. Ja, können wir so machen. Wobei, dann stellen wir dich noch auf automatisch zugewiesen. Und die beiden sind auch mit von der Partie. Gut, los geht's. Ja, an der Genauigkeit muss ich was machen. 69% nur. 69%, das ist nichts. Gut. Eine hübsche Schneemap. Boah, ich freue mich, dass ich hier nicht mehr im Assault-Modus bin. Wobei ich im nächsten Let's Play dann ja, die nächste Assault-Mission machen muss. Ah, jetzt haben wir hier wieder den Translocator. Übrigens, den Kampf vom letzten Let's Play habe ich dann beim nächsten Versuch doch noch gewonnen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, spielen wir erstmal wieder Bombing Run. So, wir sind in der Offensive. Auf geht's Richtung Rot. Alles klar, so läuft hier der Hase. Adrenalin gibt's auch wieder. Ja, hier fühlt man sich doch wieder wohl. So, nur wo lang ging's hier zu den Roten? Da lang. Wenn ich auch nur wüsste, wo der Ball ist. Wo? Damarus. Aha. Ich verstehe nicht, wo die Kugel ist. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nur, dass hier überall Feinde rumlungern. Und ich von Remus jetzt getötet wurde. Ja, wo ist denn der Ball? Den Ball haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Yeah. Okay. Nein. Let's go. So, jetzt nehmen wir den Rocket Launcher hier direkt mit und verteilen ein paar Raketen. Ich hab den Ball.
Ob es was wird, weiß ich nicht. Sieht bisher gut aus. Nein. Au ja, das gefällt mir. Bombing Run. Da ist der Ball, wir haben ihn. Hier. Schnapp ihn dir. Los, los, los. Oh, nächste Waffe mitnehmen. Da geht's zum Rocket Launcher. Boah. Das war wohl nix. Na los! Oh, nein! Das könnte ein Tor werden. Das wird ein Tor. Ah, doch nicht? Ja! Da hat Brian mal wieder was Nützliches gemacht für sein Team. Jetzt nach den letzten zwei Runden, ich habe echt gedacht, ich habe irgendwie... Ich kann keine Ego-Shooter mehr spielen. Aber wie ihr seht, scheint es wieder zu laufen. So, Rocket Launcher. Sniper bin ich dann doch nicht so. Wow. Okay. Gut zu wissen, diese Waffe gibt's hier auch. Diese Strongest Weapon. Boom. Boom. Okay. Auf geht's, Homies. Meine Homeboys. Okay. She's dead. Wo geht's hier zum... Hier wahrscheinlich. Zum gegnerischen Tor. Oh! Oh! Na? Verteidigt mich! Nein. Kurz davor. Okay, aber noch ist der Ball auf deren Seite. Das ist eine gute Nachricht. So, ich habe mir den Ball geschnappt. Jetzt muss ich ihn nur noch... Ja. So viel dazu, ne? Hier. Das rote Team ist in der Offensive. Hey! Renn nicht weg! Wow! Der hat den Ball weitergegeben. So, war wohl nix. Eine Rakete haben wir noch geladen. Hier gibt's Munition. Oh, ich verteidige dich. Oh, da hatte ich kurzzeitig den Ball. Ich wusste aber nicht, wie ich da irgendwie rangekommen bin. So. Da kommen sie schon. Ja, ich lasse mir hier ziemlich Zeit mit ihm, aber nur deswegen. Ja, wie wir gerade gesehen haben, die lassen die Kugel auch ab und zu mal fallen. Um angreifen zu können. In etwa so.
Wenn es jetzt geklappt hätte. Durch. Nein, hier kommen sie noch nicht um die Ecke. Aber da ist der Ball. Ja, ich habe ihn mir einfach mal so geschnappt, ne? Dass die aber auch so gut mit diesen Raketen zielen können. Das blaue Team ist in der Offensive. Blauer Fehlpass. Diesen Tunnel verstehe ich nicht so ganz. Ah. Blauer Fehlpass. Das rote Team ist in der Offensive. Wie lang ich brauche, um die zu erledigen? Also bitte. Ja, geil. Let's go, yo. Oh. Kugelträger hier. Jetzt nicht mehr. Oh. Auf geht's, Torch. Bist du nicht? Ich bin mit dir. Und zwei andere auch. Okay. Mich haben sie erwischt. Rennt weiter, lasst mich hier. Okay, das war's. Wir haben übrigens gepunktet. Yeah, yeah, yeah. Fat. So, rüsten wir uns hier mit allerlei Kram aus, um die nächste Angriffssession zu beginnen. Wo der Ball überhaupt startet, habe ich keine Ahnung. Ja, es gibt hier anscheinend noch einen anderen Weg. Nee, oder ist das hier... Wo? Doch. Hier war ich noch gar nicht. Leute, was macht ihr denn? Warum lasst ihr den so weit vorlaufen? Oh, ich hole mir erstmal Schild. Oh. Schild bringt eh nichts, weil sie einen sowieso direkt killen. Komplett. Okay, ich hab den Ball. Rennen wir, meine Freunde. Boah. Hilf mir, Torch. Das rote Team ist in der Offensive. Ja, yeah, Mann. Das war wunderschön. So. Blauer Fehlpass. Das rote Team ist in der Offensive. Aha. Ach, ich weiß nicht, was gerade mit mir los war. Ich habe etwas geträumt. Wow. Okay. Die dürften hier gleich um die Ecke kommen. Ja. Ich habe mir den Ball geschnappt. Was wollt ihr euch? Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen auffreshen. Wie ich sehe, habe ich Adrenalin jetzt auch voll. Wo ist der Ball?
Hä? Ah. Geschwindigkeit. So. Jetzt einfach nur Speedrun durch. Bam. Bam. Aber da sind schon wieder zwei. Oh nein. Da ist noch einer. Nee, ob das was wird, ich weiß es ja nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen aufladen, energetisch. Nein. Wie soll man da auch hochkommen, wenn da fünf Leute um einen rumstehen? Okay, jetzt aber schnell zur feindlichen Base. Vielleicht schaffe ich da ja noch ein bisschen zu helfen. Wenn sie hier noch nicht sind, haben wir noch... Okay. Go, go! Das rote Team. Roter Fehlpass. Das blaue Team ist in der Offensive. Blauer. Das rote Team ist in der Offensive. Roter Fehlpass. Wir haben den Ball. Go, go, go. Wunderschön. Das war ein guter Treffer. So, unterstützt mich. Oh, hier. Nehmt den Ball. Jetzt hoch mit dir. Was? So, holt den Ball. Ja, wunderbar. Seht mal, da ist das Tor. Neue Runde beginnt. So, und ich weiß nicht, wo der Ball ist. Da hinten. Das rote Team. Ja. War nicht so geplant. So, wir rennen aber durch die Höhle hier. Durch die eisige, verschneite Höhle. Getötet von Lauren. Lauren. Das rote Team ist in der Offensive. 5 Minuten. So, ja, meine lieben Zuschauer, die Restzeit dieser Runde beträgt noch etwa 5 Minuten. Wir stehen mit 6:0 in Führung. Aber ich weiß, wie schnell sich so etwas ändern kann. Hier kommen sie wieder. Bisschen Munition mitnehmen. Den der Feind liegen lässt. Die der Feind liegen lassen hat. So, du bist mit mir. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe ein gutes Gefühl hier mit den neuen Teammitgliedern. Sie scheinen mir einen souveränen Eindruck zu machen. Sie haben die Situation eigentlich gut unter Kontrolle. Ja. Ja, da kommen sie schon. Ja. Aber die Blauen sind dennoch am Ball. Oh, falsche Waffe. So, ich habe jetzt wieder Adrenalin 100. Das heißt, ich könnte jetzt den Ball an mich nehmen und erfolgreich zurückbringen. So. Ja, das war's auch mit dir. Schild. Nein. Oh.
Fickt euch da hinten. Geschwindigkeit. Vielleicht habe ich auch noch die Ehre, ein Tor zu schießen. Ja, es sieht ganz danach aus. Geil. Nein! Schieß ihn rein! Boah! Jetzt habe ich doch kein Tor geschossen. Scheiße. So, 13 zu 0 steht es in Bombing Run. Das blaue Team ist in der Offensive. Das rote Team. Ja, was mir auch sehr gefällt an Unreal Tournament 2004 ist größtenteils die Musik. Es ist immer so ein bisschen Elektro. Aber so schön passend zum Hintergrund. So, wir sind wieder in der Offensive. Also so chillige elektronische Musik im Hintergrund passt sehr gut zu diesem Spiel, meiner Meinung nach. So, hier. Schnapp dir den Ball. Okay, dann schnapp ich ihn mir. So, und schaffe ich's? Nee, persönlich schaffe ich es nicht mehr, ein Tor zu schießen. Leider, leider, leider. So, 1 Minute 15 Sekunden noch zu spielen. Rot auf das blaue Team, das rote Team ist in der Offensive. Roter Fehlpass. Roter Fehlpass, das blaue Team ist. Roter Fehlpass hört sich immer gut an. Noch 1 Minute. So, ich beschieße die hier mal ein bisschen von hinten. Rettung in letzter Sekunde. Das rote Team ist in der Offensive. Wo, bitteschön? Da. Dann hole ich ihn mir mal schnell wieder. Roter Fehlpass, das blaue Team ist in der Offensive. Aber wir haben den Ball immer noch. Das ist ja schon mal was. Rettung in letzter Sekunde. Wie sieht denn das hier eigentlich aus? Kommt man da hoch? Noch 30 Sekunden. Rettung, noch höher? Nee, da geht's nicht hoch. 20 Sekunden. So, 20 Sekunden sind noch zu spielen. Es scheint mir ganz so, als wäre das hier der finale Spielstand. Ich durfte noch mal dran glauben. Ja. Und hier sehen wir nochmal die letzte Szenerie. Ja, 13 zu 0 haben wir gewonnen. Ja, Bombing Run auf der Map Icefields. 37 Kills, 28 Tode, einmal Selbstmord begangen. Flagge berührt 23 Mal. Flagge? Hier gibt's keine Flagge. Naja. So, wird geschlossen. Oh. Das ist eine sehr, sehr geile Map. Skyline. Würde ich sagen, machen wir das im nächsten Let's Play. Und warten wir mit Assault dann aufs übernächste. So, bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. True Color Games.